Das ist schwer, das zu erklären, zumal wir gerade, wenn wir die letzten drei Auswärtsspiele betrachten, jeweils in Führung waren, in Bremen, in Hamburg und auch hier heute. Und haben es nicht geschafft, das Spiel über die Zeit zu bringen, zunächst mal in den ersten 45 Minuten das Ergebnis zu halten. Ich denke, dass wir sehr gute Maßnahmen ergriffen hatten. Wir haben heute zwar zwei Spieler nicht dabei gehabt, aber trotzdem hat es systematisch eigentlich ganz gut gepasst, sonst hätten wir in der ersten Halbzeit nicht so viele gute Chancen gehabt. Aber kleine Fehler werden bestraft. Heute waren es große Fehler, die wir gerade im Aufbau, im vorderen Drittel, aber auch im Zentrum gemacht haben, die dazu geführt haben, dass wir immer wieder permanent auch an diese schnellen Konter gelaufen sind. Das ist sehr nervtötend gewesen letztendlich. Und wie gesagt, wir haben keinen Zugriff bekommen und wir müssen da einfach noch ergebnisorientierter handeln auf dem Platz. Deswegen ist dieses Ergebnis, der Sieg für den VfB absolut verdient, aufgrund der zweiten Halbzeit sowieso. Und wir werden diese zweite Halbzeit sicherlich sehr genau analysieren.